Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen. Wir sind hier immer noch mit Vasili. Was können wir eigentlich mit dir tun? Okay, wir können uns trennen und du kannst warten. Es wäre beides nicht in meinem Interesse. Wir sind hier an der Westküste, hieß es, glaube ich. Und da sehe ich gerade den Pilz. Den will ich haben. Ich gehe hier gleich eh wieder hin, ich weiß. Denn da ist eine Höhle, die ich erkunden möchte. Aber ich wollte den Pilz haben. Ja, wir suchen auf kurz oder lang nach einem Schatz. Und ich nehme mal gerade zwei Tränke, weil ich gerade sehe, wir haben 45 Stück und so. Und irgendwie halten die Panzergrillen ja doch nicht mehr so viel aus. Vielleicht ist es Vasilis Anwesenheit, die mich stärker werden lässt, aber... Das Vieh ist erledigt. So, hier hinten haben wir eine Truhe, Pilze, Gold, alles, was ich haben will. Wir sind übrigens im 63. Part angelangt. Das ist eine beeindruckende Zahl, möchte ich sagen. Damit ist das jetzt das längste Let's Play. Es war schon im letzten Part das längste Let's Play, weil Need for Speed Most Wanted 61 Parts lang ist, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Also, Gratulation zu Risen! Yay! Also mein längstes Let's Play, das ich je gemacht habe, ist es nicht. Nur das längste, das auf diesem Kanal noch da ist. Also das längste, was ich euch präsentieren kann. Ist trotzdem sehr beeindruckend, finde ich. Allgemein, große Zahlen sind immer sehr beeindruckend. Ob sie jetzt wirklich relevant sind, also ob bei einer Zahl die Größe relevant ist oder nicht, beeindruckend ist sie. Und ich glaube, dass da ist ein Oger... Nein, schade. Ein Oger habe ich ja immer noch nicht 50, ich habe 49. Oh, hallo, Panzergrille. 49 Stärke. Und Vasili kam da gerade angeglitten. Ah, hallo, Kiste. Hallo, Beere. Oh, ich wollte erst die Beere nehmen. Was ist das? Obsidian? Wir haben schon ein... Jetzt haben wir schon 4 Obsidian. Das andere werde ich dann wohl auch irgendwann mal in der Kiste gefunden haben, weil ich kann mich nicht erinnern, das abgebaut zu haben. Ich weiß aber, dass man es abbauen kann. Wenn man es findet, natürlich. Das ist da immer vorausgesetzt. So. 17 mal gebratenes Fleisch. Das brät man einfach in einer Pfanne so weg. Und auch in der Zeit. Also, falls ihr selber noch nicht so gut im Kochen seid, einfach mal hier... Darauf achten, was im Spiel passiert, und die Zahlen sind recht akkurat, die kann man dann übernehmen. Das war gerade ein Witz, ich brauche ein Ironieschild. Das würde man aber im Video nicht sehen, also bringt's nichts. Und hier so, die Beeren. Ich bräuchte irgendwas, ich müsste einfach so eine Ironie-Einblendung machen. Das hätte bestimmt auch schon wieder einen gewissen Witz in sich selbst. Und da unten geht's weiter, das heißt, wir gehen jetzt erstmal da nochmal weiter, denn da war nochmal was. Oh Gott. Wenn man immer alles gründlich absuchen will, die Wege sich aber verzwicken. Das ist echt nicht gut. Das ist sogar sehr anstrengend. Ach, es scheint sogar ein Alternativweg zu sein. Was ist das? Okay, das sah sehr auffällig aus von der Farbe. Das hat komplett nicht reingepasst. Los jetzt! Kannst du mal aufhören? Ja! Du hast gerade meine komplette Schlagkombo abgewehrt. Aua, 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 aua. Wir beruhigen uns jetzt mal wieder. Vasili, hältst du es aus oder so? Ich kümmere mich mal hier um den Krieger. Ach, du hast den anderen bekommen. Wo sind die hingeflogen? Die sind so schwer auszumachen hier auf dem Untergrund. Ich bin gerade echt zu faul, das Steak wegzuessen. Darum nehme ich einfach mal Tränke. Ist total verschwenderisch. Ich weiß, die sind ja eigentlich eher für Kämpfe gedacht, weil sie schneller halt heilen, aber ich bin faul. Das ist hier voll schön. Bah, dieses Spiel ist so scheiße schön. Das ist ganz, ganz schrecklich. Weil ich hasse es, wenn ich immer wieder dasselbe erwähne bei einem Spiel. Oder auch allgemein, wenn ich immer wieder einfach dasselbe sage. Ich fühle mich so... es ist halt total irrelevant, was ich sage, weil ich die ganze Zeit dasselbe sage. Und... Ach, hier kamen wir her. Habe ich das gerade total verdreht im Kopf. Ich dachte, wir kamen daher. Das ist also der normale Weg. Oh, da ist Gold.
gut, dass ich überall nochmal zurückgehe. Ich meine, ich könnte jetzt auch auf dem Hinweg hier die eine Route nehmen, auf dem Rückweg die andere, aber das würde ich garantiert vergessen. Ich guck gleich mal nach, wie viel Gold ich schon hab. Mit der Ausbeute. Oh, da ist was zu graben. Hier ist was vergraben. Ist das vielleicht sogar schon der Schatz? Ich habe gerade einfach nur den Boden gesehen und linke Maustaste gedrückt. Hallo Vasili, den sollten wir eigentlich mal loswerden. Wenn das hier der Schatz sein sollte. Und wenn da gleich ein Schatz rauskommt, dann werde ich erstmal speichern und gucken, ob ich Vasili einfach abstechen kann. So gemein es auch klingt, aber er gehört zu den Männern von Romanov. Und ja, die sind ja nicht auf unserer Seite. Also ich bin jetzt nicht ganz so extrem parteiisch, aber Patty ist ja schon... Im Ernst? Wir sollten uns wieder trennen. Von mir aus. Pack das... Du suchst Ärger? Den kannst du haben. Wird denn irgendeine Quest abgebrochen oder so? Ich hab Vasili abgestochen. Okay. Also es wird das Spiel ja nicht kaputt machen, vermute ich. Von daher speichere ich jetzt einfach nochmal. Zur Not, wenn es das Spiel kaputt macht. Ach nein, komm, so weit denke ich gar nicht. Es wird das Spiel nicht kaputt machen. Was ist da unten? Wow. Alter, stehst du hier so unauffällig in der Ecke rum? Und erfreust dich einfach deines... Naja, ich wollte gerade Lebens sagen, aber... Das hat sich bei dir ja schon eine Weile erledigt. Komm, wir schlafen mal. Bis mittags. So, ich würde aber jetzt sagen, wir gehen direkt gleich mal zum nächsten namenlosen Grab. Ich will mich gerade nur hier umgucken, weil es... irgendwie voll faszinierend aussieht und heilige Kacke. Alter. Komm mal her. Nein, lass mich meine Drehung vollführen. Ah, fuck. Ich glaube, mit dem nehme ich es aber auf. Mit denen allen. Er fokussiert gerade nur blöd, also mein Held. Ich will auf den fokussiert bleiben. Das macht er natürlich nicht. Einfaches Skelett kriege ich auch noch geschlagen. Aber die wehren halt saugut ab irgendwie. Aua. Untoter Burke ist das. Au! Du Arschloch. So, ich hoffe, das war's jetzt mal mit euch. Was hat er dabei? Vasallenring. Ach, es ist einer der Vasallenringe. Ist doch super. Dann ist das wirklich über das ganze Land verteilt mit diesem Burgherrn. Das hatte ich halt zum Beispiel gar nicht mehr in Erinnerung. Machete. Ist die irgendwie ganz gut oder so? Nee. Und zwar, da kann ich eh nicht nehmen. Und wir haben ein Bastardschwert, das viel stärker ist. Machete. Da. Ansonsten, das sind die typischen Ringe, Schilde, ja. Nichts Beeindruckendes. Aber es geht hier noch ein bisschen weiter, wie es aussieht. Ach, fuck. Ich möchte unbedingt einen Trank nehmen. Sonst tötet mich seine Frostnova. Weil der scheint mir gerade vom
Aushalten her gar nicht mehr das Problem zu sein. Nur seine Forst Nova macht mir halt Angst. Und die Musik hier ist gerade unpassend. Und da hinten sind immer noch Gegner. Skelettbeschwören, das hatten wir sogar schon mal. Das ist, glaube ich, ein Siegel oder sowas. Bringt ganz gut Geld. Na komm her. Solange eure Skelettkrieger nicht da sind, mache ich euch fertig. Das ist nicht das Problem. Ihr seid nur ein Haufen Knochen. Ach, deine Waffe ist ganz da hinten hingeflogen. Darum lagen da zwei. Was haben wir hier im Schrank? Wozu wollen die Heiltränke? Das haben die echt nicht mehr nötig. Rezeptur. Geht doch, ach was. Ach so, Illusion, ja. Ich liebe diese Gemäuer hier in diesem Spiel. Also so alles, was irgendwie wie eine Gruft ist oder sonst was. Das ist so cool anzusehen und so cool zu begehen. Finde ich. Ich glaube, da unten geht es nicht weiter. Also das ist kein Endweg oder so. Von daher gehe ich da den gerne mal. Wow, nein. Da bin ich abgerutscht. Kanten überwinden ist echt nicht so einfach in vielen Spielen, nicht nur in diesem. Ich muss dann, weil die Charaktere oft halt nicht so ganz der Schwerkraft folgen, wie man sich das vorstellt. Man muss hochspringen, um richtig landen zu können erst. So. Was haben wir hier? Nix. Also weder unten gibt es nicht gleich voll den krassen Schatz. Oder irgendwas Cooles. Und was Cooles bestimme ich. Also, ja. Ich weiß aber auch gar nicht, was es hier unten geben könnte. Entschuldigung. Was mich interessieren würde. Da unten ist irgendwas gestrandet. Okay, hier sollte man eigentlich runtergehen und dann hier hin. Ich möchte gerade hier runter. Moment, ich muss mal hier hoch. Ja, die Wellen machen es mir gerade auch nicht ganz so einfach zu sehen. Hier ist schon einiges runtergefallen, das sieht man. Ich frage mich gerade nur, wo ungefähr ich bin. Da ist ein Strand. Jetzt ist die Frage, will ich hier weiter? Eigentlich nicht. Weil ich meine, hier war keine mehr der... Nein. Namenlosen Gräber, genau. Das war jetzt das. Das haben wir abgeklappert. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück zur Hafenstadt. Also teleportieren uns. Dann gehen wir zu dem hier. Star Patty, ja. Dann könnten wir ins Banditenlager laufen. Da müssen wir eh noch hin. Dann kriegen wir da vielleicht auch einen Teleportstein. Dann holen wir uns das und dann das. Okay, also Hafenstadt teleportieren. Ja. Das halte ich für einen guten Plan. Und ich würde sagen, mit dieser schönen Teleportation beende ich jetzt den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Risen, euer Vogel. Tschüss.